Wiedergutmachung war dringend nötig, natürlich. Robert Klaus, das 0:5 gegen Ingolstadt. Das hat wehgetan in Nürnberg. Insgesamt 3 Änderungen bei ihm in der Startelf. Christian Eichner schon wieder ein bisschen optimistischer. Aber das 0:2 gegen den SV Sandhausen, das Nachholspiel am Dienstag, hat auch wehgetan bei ihm. 2 Änderungen in der Startformation. Und es war eine ausgeglichene Begegnung in den ersten Minuten. Beide bemüht, keine Fehler zu machen. Die Karlsruher in den blauen Trikots. In den ersten Annäherungen, 5. Minute, Gondorf. Immer wieder versuchten sie es mit Flanken, das haben sie gesondert nochmal trainiert. Die Präzision muss da besser werden. Dann Freistoß für den 1. FC Nürnberg und Geis, das Schlitzohr, Johannes Geis. Einer von den 3 Neuen in der Startformation. Er ist ein Spezialist, was Standards angeht. Und da hat er gesehen, dass Gersbeck komplett auf eine Flanke spekuliert, keine Mauer stellt. Und dann öffnet er die Ecke. Mario Basler hat das früher auch ab und zu so gemacht und Geis hat eine super Schusstechnik, hat ein Auge gehabt und düpiert hier Gersbeck die Führung für den Club nach einer knappen halben Stunde. Gegen Sandhausen hatte die Führung für Sandhausen den KSC komplett nach unten gedrückt, aber gegen Nürnberg war es anders. Tolle Aktion. Manizek hier an die Latte. Ganz viel Pech für die Karlsruher und Robert Klaus spürte, der KSC hatte jetzt das Heft in der Hand. Immer wieder über die rechte Seite, Benjamin Goller, Leihgabe von Werder Bremen. Und dann Philipp Hofmann, wenn einer dann er, der Ausgleich 39. Minute. Die Hereingabe von Gola auf Vanicek. Das Ganze wurde wegen Abseits gecheckt. Kein Abseits. Da steht Mario Suva noch auf einer Linie mit Hofmann. Und der mit dem 11. Saisontor und dem verdienten 1:1. Und nur eine Minute später die nächste Chance. Kopfball Christoph Kobalt. Der Innenverteidiger zwingt Martinia zu einer Parade. Nach der Nürnberger Führung ging für den Club nicht mehr viel, für den KSC umso mehr und zur Pause war das 1:1 auf jeden Fall ein Ergebnis, das Spannung verhieß. Dann Fehler in der KSC-Hintermannschaft, Scheffler. Oshoknesi macht da den Fehler, der finnische Nationalspieler, Neuzugang im Januar gekommen und Scheffler mit der Chance für den Club, kann er nicht nutzen. Dann wieder auf der anderen Seite. 54. Minute. Hofmann und da ist Benjamin Goller, der ein Superspiel machte auf der rechten Seite. Und da tritt er als Torschütze in Erscheinung. Vanicek mit der Ecke. Hofmann legt vor und Goller ist schneller in der Reaktion als Enrico Valentini. Macht das technisch super, die Führung für den KSC. Nur 5 Minuten später. Situation scheint bereinigt zu sein. Heise. Die Nürnberger irgendwie im kollektiven Tiefschlaf und Hofmann ganz im Gegenteil. Was für ein Pfund, da muss er selbst schmunzeln. Heise, Suva sieht da überhaupt nicht gut aus und Martinia, ja, der bringt die Hand da gar nicht mehr schnell genug hoch. Was für ein Schuss, 12. Saisontor, Hofmann 3:1 für die Karlsruher. Nürnberg hatte noch Chancen. Manuel Scheffler, 77. Da hätte die Sache noch mal richtig eng werden können. Scheffler hier aus 5 Metern. Ganz knapp am Tor vorbei. Und dann war eigentlich schon alles gelaufen. Es gab noch mal Gelb. Nach einem Videobeweis hatte Schiedsrichter Sven Wojcicki auf 11 Meter entschieden. Foul von Sörensen an Schleusner und Vanicek verwandelt. Souverän, 6. Saisontor. Ey, so cool vom Elfmeterpunkt und am Ende ein hochverdienter 4:1-Erfolg des KSC gegen den 1. FC Nürnberg, der damit im 2. Spiel in Folge eine dicke Pleite.